So. Hallo Bauchi. Guck mal, was ist denn? Bitte schön. Ich habe jetzt nicht genau verstanden, was er gesagt hat. Dieses Buch zu schreiben, das die Geschichte eines Freundes erzählt, die er dieses Jahr im Juli erlebt hat. Und zwar hat er eine Zeitreise gemacht. Er ist innerhalb der halben Stunde, wo wir im Wasser schwimmen waren, am Strand gelegen. Und er ist ungefähr 30 Stunden im Jahr 2020 gewesen. Und hat da eine völlig andere Welt vorgefunden, die sehr viel lebenswerter war als das, was wir heute kennen. Die Leute waren grundsätzlich sehr viel freundlicher zueinander. Und er trifft da halt auf sehr viele Leute, die ihm nach und nach erzählen, was in den nächsten 5 Jahren alles passiert ist, dass es dazu kommen konnte, dass es keine Regierungen mehr gibt, dass freie Energie verfügbar ist, dass Permakultur kultiviert wurde, wodurch das Erste, was uns zum Beispiel auffällt, ist, dass die Insel total grün ist. Also das war, wie gesagt, Mallorca, und Mallorca ist im Sommer alles andere als grün. Und da sind halt, bestehen auch etliche Namen drin. Es lohnt sich immer wieder mal, wenn man über irgend sowas stolpert, mal im Internet nachzugucken, wenn man da was findet, was man noch nicht kennt. Und ich muss ehrlich sagen, ich war erstmal, habe ich gedacht, was für Drogen hast du genommen? Und dann ging das aber relativ schnell schon los, dass sich Aspekte oder Teile aus diesem Buch bewahrheitet haben. Fing für mich als erstes damit an, dass er mir irgendwann erzählt hat, ich hätte ihm erzählt, dass ich kurz nachdem er diese Reise macht, nach Wien fahre, was für mich zu dem Zeitpunkt völlig aus der Luft gegriffen war. Und 2 Wochen später war ich in Wien. Ich habe 2 Jahre auf Mallorca gelebt und hatte überhaupt gar keine Lust, da wegzugehen. Und solche Sachen, das war das Erste. Dann erzählt er halt, dass er dass gegen Ende dieses Jahres die Medien umschwenken und anderes Programm bringen, und so langsam setzt sich auch das durch. Dann erzählt er, dass ab 2016 freie Energien verfügbar sind, weil es gehört hat, dass die sich damit beschäftigen, dafür gejagt oder umgebracht wurden. Ne, und jetzt kommt auf einmal Cashel. Und diese ganzen Sachen, also es ist jede Woche immer wieder was Neues, was ich hier irgendwie bestätigt finde. Es ist ein sehr interessantes Buch. Ich bin froh, dass ich derjenige war, der es schreiben durfte. Ich bin ansonsten nicht sonderlich viel drauf ein. Ich war eigentlich eher der Erste, der es gelesen hat. In Bezug auf den Abend heute steht da was ganz... stehen da so ein paar Sachen drin, die hier vielleicht noch interessant sind, die auch eventuell mit einer Geschichte, die ich selber vor kurzem erlebt habe, noch interessant sein dürfte. Deswegen erzähle ich die hier mal ganz kurz. Ich bin seit 2011 bekennender König von mir selbst und niemand anderem. Bedeutet, ich bin meine Autorität in meinem Leben. Das heißt, es steht niemand über mir, es steht niemand unter mir. Ich sage, was ich erlebe. Und vor allem, wie ich gewisse Dinge wahrnehme und sowas halt alles. Dazu gehört für mich, dass ich keine Gegner mehr anerkenne. Schon seit 2006 nicht mehr und inzwischen ziemlich geübt. Ich bin vor einem Jahr 10 Monate auf Mallorca mit terranischen Nummernschildern in meinem Bus durch die Gegend gefahren. Ich habe in meinem Bus gewohnt. Und für 10 Monate mit durchschnittlich mindestens einer Polizeikontrolle pro Woche prima damit durchgekommen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich Nummernschilder, auf denen meine terranische ID 1GW 1974 UB draufstand. Die Polizisten
waren soweit alle ziemlich begeistert von der Idee, dass jemand, der im Prinzip wie ein Zigeuner lebt oder ein Nomade, der nirgendwo gemeldet ist, aber halt eben doch irgendwo gemeldet ist, und zwar indem man einfach nur das da bei Google eintippt und sofort auf die Webseite kommt, wo zu sehen ist, wer das ist. Und diese ganzen Polizeikontrollen endeten letztendlich mit gute Weiterfahrt. Das war nur eine halbe Geschichte. Dann gab es einen Polizisten, der sich unbedingt mit mir anlegen wollte und das alles nicht so gesehen hat und sagte, nee, das ist alles fake und bla und überhaupt. Hat letztendlich dazu geführt, dass ich mein Auto für 107 Tage abgenommen bekommen habe, 26 Stunden im Knast gesessen habe und letztendlich mir da aber so viel rausgeholt habe, dass wir inzwischen halt eben ganz andere Nummernschilder noch haben, mit einem QR-Code drauf, wo die Polizei dann einfach mit dem eigenen Handy einfach mal abscannen kann und eine Zulassungsseite im Internet für mein Auto findet. Und das hat, nachdem ich mein Auto auch wieder hatte, die Nummernschilder nicht, die alten, aber die brauchten wir ja dann auch nicht mehr. Wir hatten ja dann jetzt neue. Da stand dann Pearl 2011 drauf. Das war quasi die Terranier-ID von meinem Auto. Und wenn man auf diesen QR-Code geht, geht automatisch im Handy eine Seite auf der man halt eben das Auto findet, Bilder vom Auto, die letzten Zulassungspapiere, normal, also die herkömmlichen, meinen Namen, einen Link zu meiner Seite, also im Prinzip auch einfach transparent offengelegt, wer ist für dieses Auto verantwortlich. Und im Zuge dessen ist dann halt eben was passiert, was für euch vielleicht heute sehr interessant sein dürfte. Ich habe vor einem ausländischen Gericht ohne Kenntnis der Landessprache, also ich spreche rudimentär Spanisch jetzt nach diesen 2 Jahren, ohne Anwalt, ohne Papiere und habe ich vergessen, war noch irgendwas da, was imponierend war, dass ich es nicht hatte, vor diesem Gericht in Manacor, Mallorca, als Mensch bestanden. Und zwar so, dass das ganze Gerichtsverfahren für das Gericht in Manacor laut eigener Aussage zu einem totalen Desaster sich entwickelt hat. Die waren froh, irgendwann nichts mehr mit mir zu tun haben. Das Letzte, was ich von der Richterin gehört habe, gebt dem bitte ganz schnell binnen 3 Tagen sein Auto zurück, dann will ich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Das, glaube ich, wollen wir alle, dass die sich mit uns überhaupt gar nicht mehr beschäftigen wollen. Das habe ich aber nicht getan, oder das konnte ich nicht tun, indem ich von irgendwem irgendetwas gefordert habe. Ich habe keine Rechte eingefordert, ich habe Rechte genutzt. Ich habe mein Recht genutzt, mein Maul aufzumachen. Ich habe meine Möglichkeit genutzt, mein terranisches Netzwerk zu aktivieren. Direkt am ersten Tag habe ich sofort meinen Bündnispartner angerufen, ich sage, Matthias, die haben mein Zuhause weggenommen. Und das allererste, was der Matthias gemacht hat, war, die Polizei in Capdepera anzurufen und die in Kenntnis zu setzen, dass die sich hier gerade nicht mit mir alleine ansehen. Sondern, dass da ein ganzes Netzwerk hintersteht. So. Und dann habe ich, weil ich ja keine Gegner mehr anerkenne, zum Beispiel solche Sachen gemacht, wie die Richterin, immer die Richterin, also nicht irgendwie ein anderer, sondern immer direkt, also wenn ich irgendwie mit der Polizei in Berlin zu tun hatte zum Beispiel, dann bekomme ich einen Brief von denen, da steht oben drin immer der Polizeidirektor von Berlin, irgendwie sowas in der Art. Und dann habe ich auch immer ihn angeschrieben in meinen Antwortschreiben. Genauso habe ich das bei der Richterin auch gemacht, aber ich habe nicht gesagt Richterin sowas, sondern Schwester Clara. Augenhöhe. Keine Gegner, sondern auf Augenhöhe. Und das, allein das, hat die so rasend gemacht. Die hat meiner Übersetzerin dann wirklich gesagt, das kann er doch nicht machen. Der kann mich doch nicht allen Ernstes öffentlich als seine Schwester anschreiben. Ich so, anscheinend schon. Und das ist der Punkt. Wir haben, wenn wir uns nicht gegen die stellen und die nicht als Gegner anerkennen und die nicht als irgendjemand sehen, von dem wir irgendwie Anerkennung fordern, sondern selber für uns stehen und uns selber anerkennen,
Und das ist für mich das Richtige, ein Punkt von König von mir selber zu sein und auch Terraner zu sein. Ich hatte vor 3-4 Tagen habe ich ein Schreiben bekommen, habe ich eine E-Mail bekommen von einem meiner terranischen Freunde, der mich bat, einen Brief mit ihm zu formulieren, den er an alle Regierungen und Länder der Welt schicken wollte, mit der Forderung, Terranier anzuerkennen. Und ich habe gesagt, sorry, kann und werde ich dir nicht mehr helfen. Sondern mit der Einstellung hätte ich in Mallorca verkackt. Was mir da geholfen hat, war, dass ich mich anerkannt habe und mir völlig egal war, ob irgendeins von diesen Ländern, die ich sowieso nicht anerkenne, weil mir völlig bewusst ist, dass das alles Hirnkonstrukte sind. Grenzen sind Hirnkonstrukte, Regierungen sind Hirnkonstrukte, Gesetze sind Hirnkonstrukte. Und nicht meine. Ich brauche die nicht mehr anzuerkennen. Gefällt mir das, was das gefällt? Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Weil das ist nämlich genau der Punkt. Wenn wir nämlich jetzt aufhören, die als Gegner anzuerkennen und von denen irgendwas fordern und überhaupt, wenn wir einfach anfangen, die zu ignorieren, dann passiert das, was in diesem Buch steht. Die Politik hat sich verabschiedet, weil wir die einfach ignoriert haben. Weil wir angefangen haben, unser eigenes Leben zu leben. Weil wir angefangen haben, das zu machen, was wir selber für sinnvoll befinden. Und mal ganz im Ernst, wer von euch braucht irgendwelche Gesetze, um niemanden umzubringen? Um zu wissen, was ethisch richtig ist. Und da greife ich gerade noch mal eben kurz die Frage der Ethik und der Moral auf. Ich habe da immer im Laufe meiner Studien was sehr... Also für mich ist Moral definiert als das Allgemeine oder ein allgemeines Empfinden von richtig und falsch und Ethik mein persönliches Empfinden von richtig und falsch. Und meine Ethik hilft mir, und ich habe ein Gesetz, das ich befolge, richte keinen Schaden an, da kannst du tun lassen, was du willst. Mach einfach das, was du machen willst, so dass niemand darunter leidet, dann wird es keinen Kläger geben und du kannst machen, was du willst. Das ist simple Logik. Und an das Gesetz halte ich mich. Und alle anderen sind dadurch obsolet. In meinem Leben. Wenn ich aber jetzt mit Leuten zu tun habe, die irgendwelche Gesetze gegen mich verwenden wollen, dann kann ich im Rahmen eines sich demokratisch nennenden Staates, und ich weiß nicht, welches Gesetz das bei euch in Österreich ist, in Deutschland ist das Artikel 4 Absatz 1 und 2 unser verbrieftes Recht auf unsere freie Religions-, Meinungs- und Überzeugungsfreiheit. Und den Passus, den muss jedes demokratische Land irgendwo in seinem Gesetz stehen haben, guckt euch den genauer an und macht euch mal Gedanken darüber, was das bedeutet, dass ihr ein freies Recht habt, A, eure Überzeugungen selber auszusuchen und sie B, auch noch zu praktizieren. Das ist euer verbrieftes Recht, das steht auch in eurem Gesetz irgendwo drin. Muss. Ansonsten könnt ihr den ganzen Spuk sowieso aufladen und sagen, ja, dann ist es keine Demokratie. Weil wenn irgendein Bürger nicht sagen oder denken darf, was er will, dann haben wir mit einer Diktatur zu tun. Haben wir, wissen wir sowieso. Aber hier können wir es an ihren eigenen Gesetzen quasi an den Eiern kriegen. Und das ist das, wo wir alle viel, viel mehr Möglichkeiten haben, als wir die meisten sehen und nutzen können. Und ich lade euch herzlich ein, euch über diese Gedanken einfach mal ein paar mehr Gedanken zu machen. Da werdet ihr selber, eure Köpfe werden explodieren und es macht Spaß. Das ist das Allergeilste daran. Mir ist eben aufgefallen, habe ich dem Aris davon erzählt, wie ich selber, wenn ich über sowas erzähle, wie ich hier gerade dann stehe und auf einmal in Begeisterung verfalle. Weil das geil ist, weil ich nichts zu erzählen habe, wo ich mich selber in irgendeiner Weise als Opfer sehen würde, sondern weil ich aus all diesen Geschichten immer wieder als Gewinner rausgegangen bin. Die Polizei ist mein Freund und Helfer. Dabei konnten die versuchen, was sie gegen mich versuchen zu tun, was sie wollten. Das ist alles, was die versucht haben, gegen mich zu verwenden, habe ich für mich verwendet. Und deswegen brauche ich nicht zu kämpfen. Und deswegen kann ich nicht verlieren. Und wenn wir aufhören zu kämpfen, dann haben wir Frieden. Und da waren wir doch alle drauf gemacht. Ja? Ich habe da hinten noch ein paar von den Exemplaren.
daran liegen. Es sind leider nur noch irgendwie 4, 5 da. Der Rest ist schon wieder ausverkauft. Hier, das ist deins. Ansonsten gibt es noch Flyer mit einer Adresse, wo man die auch bestellen kann. Und vor allen Dingen, keiner muss das kaufen. Es kostet 20,20 in der Printversion, aber keiner muss das kaufen. Die PDF ist kostenlos im Internet verfügbar. Und ladet sie runter und gebt sie weiter. Denn dadurch verbreitet sich nämlich genau diese Vision gerade wie ein Virus. Dieses Buch ist ein Virus. Es ist ein Virus in der Matrix und es zerfrisst gängige Denken. 2020, die neue Erde, ein Erlebnisbericht. Hier, guckst du selber an. Live in den Farben. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit.